Mein Name ist André Hermes. Ich unterrichte am Gymnasium Ursula-Schule in Osnabrück. Bin dort Erdkundelehrer, Sportlehrer, zuständig auch für die Medienbildung. Nicht nur der Schüler, sondern auch der Kollegen. Da bin ich Medienberater. Und ich beschäftige mich privat mit wie beruflich mit Open Educational Resources und blogge da auch ganz gern. 2012 habe ich das erste Mal von OER gehört auf einem Educamp. Und das begleitet mich seitdem. Ich blogge darüber und vor allen Dingen brauche ich es auch im Unterricht, weil ich halt digital Unterstützunterricht mache und dafür OER brauche. Ansonsten funktioniert das nicht. Zunächst einmal kommen da ja Lehrer und Schüler in Frage und Lehrer sind halt von ihrem Berufsbild her prädestiniert dafür, Unterrichtsmaterial herzustellen, weil sie halt aus der unterrichtlichen Praxis wissen, welches Unterrichtsmaterial funktioniert und was nicht. Das zweite ist ein rein quantitativer Aspekt. Wenn man bedenkt, wie viele Zehntausende Lehrer es gibt in Deutschland, und wenn man bedenkt, dass die sowieso schon Material selber herstellen, wenn da jetzt ein Stückchen von freigegeben werden würde, das würde einfach eine Menge Material geben, das ich dann für differenzierten, vielleicht Computer- und unterstützten Unterricht einsetzen kann. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass auch gutes Schülermaterial zustande kommt, da gibt es natürlich noch viel mehr, das wäre schon ein guter Pool, auf den man zurückgreifen könnte. Also ich unterrichte Erdkunde und man findet in Schulbüchern beispielsweise sehr viel Material aus der physischen Geografie. Das hat sich ja nicht geändert. Also wenn ich was über Vulkanismus mache, dann brauche ich nicht unbedingt OER. Aber ein Schulbuch, das jetzt 5, 6 Jahre alt ist, hat halt keine aktuellen Zahlen aus der Anthropogeografie, also Wirtschaft in China oder so. Die war vor 5 Jahren schon wieder ein bisschen anders als heute. Und dann brauche ich aktuelle Daten. Und da muss ich mich woanders bedienen. Ansonsten verbreite ich veraltetes Wissen. Andere Leute, die ich hier kennengelernt habe, die schon sehr viel OER machen, berichten davon, dass sie das besonders dort machen, wo halt Verlage auch nicht so schnell nachkommen. Also in App-Entwicklung zum Beispiel oder in Rechtskunde. Das ist halt ein Fach, was nicht sehr verbreitet ist. Da wurden schon erhebliche OER erstellt. Andere Beispiele sind aktuelle Sachen, die jetzt möglichst schnell auf den Markt kommen müssen. Zum Beispiel irgendwas mit Inklusion oder mit Flüchtlingen. Da gibt es richtige Projekte, die initiiert werden. Also ein Lehrer, der Material erstellt, das machen sehr viele Lehrer, muss, damit es dann frei verfügbar ist, erstmal freie Lizenzen kennen. Ansonsten müsste man ja jedes Mal bei diesem Lehrer anrufen, wenn man das nutzen will. Und genau das wollen ja Creative Commons vermeiden oder verkürzen. Das zweite sind Verbreitungswege, auch die muss man erstmal kennen. Ansonsten hat man da grandioses Material erstellt, es freigegeben, aber teilt es nicht. Also da muss man halt wissen, wo das geht. Man könnte es in diversen Plattformen zur Verfügung stellen oder in Netzwerken verbreiten. Ganz typisch sind die Klassiker, Twitter, Facebook-Gruppen oder Google-Plus-Communities zum Verbreiten. Und um es nachhaltig finden zu können, solche Dienste wie EduTags oder zum.de zum Beispiel. Da kann man sowas einstellen und kann es auch immer wieder finden. Ein besonderer Hinderungsgrund sind auch sämtliche rechtlichen Aspekte. Da ist natürlich so ein Durchschnittslehrer auch nicht so wahnsinnig bewandert drin. Also welche Besonderheiten bieten jetzt diese oder bringen diese freien Lizenzformen mit sich? Da gilt es abzuwägen. Ich möchte da keinem von abraten, sondern sagen, nutzt bitte möglichst freie Lizenzen, also so frei wie möglich, weil also die sind modular aufgebaut und jede weiteren Buchstaben, die man dahinter nimmt, also es gibt Lizenzen, die lassen keine Bearbeitung zu, erschwert das Ganze und macht es einem Lehrer schwierig zu überblicken, darf ich das jetzt oder nicht. Beispielsweise, was ist eine Bearbeitung? Das ist auch nicht bis in die letzte Instanz schon durchgefochten vor Gericht. Wenn ich jetzt in einer Präsentation, die ich halten möchte und auch Schülern bereitstelle oder in einem Lehrfilm, zwei Bilder übereinander lege. Ist das dann eine Bearbeitung, weil das eine Bild nicht ganz zu sehen ist? Und das im Vordergrund, ist
das schon bearbeitet? Man sieht es ja ganz. Und wenn ich einen Rahmen drum mache oder einen Schatten drunter lege, ist das eine Bearbeitung? Das sind so konkrete Beispiele, wo man vielleicht dann einfach auf dieses Bild verzichten sollte und sagen soll, ich nehme einfach dann ein Bild unter einer noch freieren Lizenz. Das meiste Material, was Lehrer produzieren, ist sowieso nicht unbedingt mit freiem Material gespickt, sondern dann bedient man sich vielleicht aus irgendeinem Lehrbuch oder sonst irgendwo. Das Material kann überhaupt nicht freigegeben werden. Letztlich kann man sich selbst bei freiem Material nicht zu 100% sicher sein. Also wenn ich jetzt Material von jemandem nehme, der das bei Flickr eingestellt hat, ein tolles Bild, und ich verwende das, dann gehe ich davon aus, dass der auch das Recht dazu hatte. Wenn das nicht gegeben ist, habe ich keine Möglichkeit zum Regress. Also das muss man tatsächlich auch wissen. Und wenn ich Schüler als Produzenten oder anrege zu produzieren, da kommen dann nochmal andere Dinge ins Spiel, wie zum Beispiel Datenschutz, gerade im schulischen Bereich. Das muss man auch bedenken. In Deutschland entfaltet OER seine besondere Wirkung im digitalen Bereich. Und deshalb ist jegliche Förderung dieser Unterrichtsform auch indirekt eine OER-Förderung. Wenn ich zum Beispiel WLAN an Schulen einrichte oder die Lehrer fortbilde, wie sie digital unterstützt arbeiten können, dann kommen sie auch in diesen Bereich, wo sie OER nutzen müssen, wo sie eher brauchen, weil sie können nicht einfach Material bereitstellen in Moodle oder anderen Plattformen, das urheberrechtlich geschützt ist. Das geht nicht, da brauchen sie OER. Und deshalb ist eine Digitalförderung, sage ich das mal, nenne ich das mal, auch gleichzeitig indirekt eine OER-Förderung. Und das Zweite ist, wir hatten ja eben gesagt, dass also Unkenntnis oder Unsicherheiten Lehrer davon abhalten, OER freizugeben oder zu produzieren. Ja. Deshalb ist jegliche Förderung, die Wissen aufbaut bei Lehrern, auch eine Förderung von OER.